As I've explained to you, the paperwork you filled out is completely different from the records required by the Transportation Bureau. Wie ich schon erklärt habe, der Papierkram, den du ausgefüllt hast, ist völlig anders als die Einträge, die vom Transportbüro erforderlich sind. The system won't let us issue a new one without the proper documentation. Das System lässt uns einfach keinen neuen ausstellen ohne die zulässige Dokumentation. Just take the forms home, fill them out and come back. Nimm einfach diese Formulare mit nach Hause, füll sie aus und komme wieder. Fine, whatever you say. Fine, was immer du sagst. This is so frustrating. Das ist so frustrierend. Just give me a minute while I go find the proper forms. Gib mir einfach eine Minute, während ich die richtigen Formulare suche. I can't believe this place. I'm sorry. Forms for this, documents for that. Formulare für dieses, Dokumente für jenes. Papers, 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 please. Papiere, 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 bitte. Hä? I guess they like their red tape. Ich schätze mal, sie magen ihren roten Faden. Sie magen, sie mögen. There you go, that's the one you're looking for. Bitte sehr. Nach diesem Formular suchen Sie. Covers everything from address to name changes, including gender signifier. Umfasst alles von Adressänderungen zu Namensänderungen, sogar Geschlechtsumwandlungen. Only thing you can change with that one is your outstanding parking ticket. Die einzige Sache, die du damit nicht verändern kannst, sind deine offenen Parktickets, also quasi Knöllchen. Ja, danke. Sorry, no time to talk right now. I'm working on my presentation for the upcoming election. Ja, was kann ich für Sie tun? What can I help you with today, faithful citizen? I was hoping you could give me some... Never mind. So, kannst du mir was erzählen? I've got a strange feeling. We've met somewhere before, do you? Ich habe das seltsame Gefühl, wir haben uns schon mal irgendwo getroffen. Und du? Ja, haben wir. Mainframe, da unten geht's rein. Was gibt's hier? Nix, okay. Dann geh ich mal dahin. Don't cause any trouble, you hear me? Mach keinen Ärger, hast du mich gehört? Ja, ist ja gut. Okay, wir sind da. Bum 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 bum. Liberté! Liberté, genau. Liberté als Bananensaft. Obwohl Bananensaft ist gar nicht schlecht. Hey, Larry? Auch nicht. Schade. Ist da jemand? Wieso komme ich einfach in dem seine Bude rein? Sag mal, heißt das, dass ich jetzt diese beschissene Sache machen muss? Will ich doch gar nicht. Da drüben ist noch einer. Mit dem kann ich auch quatschen. Vielleicht. Weil ich eigentlich nicht vorhabe, die Maschinen zu manipulieren. Ganz ehrlich nicht. Warum sollte ich das tun? Dankeschön, dass du mich und meine Familie ernährt hast. Ach, den kenne ich doch. Hm.
Da ist nichts, da ist nichts. Okay, dann gehen wir mal zum Convenient Drug Plus. Ah, Employment Services. Yay! Yeah. Aha, da kannst du quasi entscheiden. What sort of work do you guys have lined up today? Was für eine Art von Arbeit habt ihr heute so im Angebot? The first door to your left is gonna take you to the community garden project, where you'll be planting seeds or something. Die erste Tür links wird dich zum Gemeinschaftsgartenprojekt führen, wo du Samen pflanzt oder irgendwas in der Art. The other bus is going to Donny's Botany Club, where you'll be trimming trees or picking crops or pulling weeds or something, I don't know. Der andere Bus bringt dich zu Donny's Botany Club, wo du entweder Bäume schnippelst oder Setzlinge ausreißt oder Gras zupfst oder so. Keine Ahnung. Okay. Also wir können jetzt wieder arbeiten. Wir können jetzt wieder arbeiten. Aber ich bin jetzt fast versucht zu sagen, wir laden wieder. Und wir laden wieder und gucken, dass wir was anderes hinkriegen. Weil ich eigentlich nicht wieder ins Clubhouse will und ich will nicht wieder diese Aufgabe. Ganz ehrlich, ich will diese Aufgabe nicht. Ich habe wieder so das beschissene Gefühl, ich muss ja jetzt wieder irgendwas tun, um da voranzukommen. Und das will ich nicht. Ich muss wieder was tun, was ich gar nicht tun will. Das ist wieder wie diese Geschichte, ich wollte nicht einbrechen bei diesem Pissarzt. Naja gut, ich denke, ich mache mal eine Aufnahmepause. Wir überlegen uns später, wie wir da weitermachen. Bis dahin wünsche ich euch eine tolle Zeit und auf Wiedersehen. So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahmesitzung von Always Sometimes Monsters. Ich bin aus dem Urlaub zurück und deswegen ist auch am letzten Montag die Folge ausgefallen. Sprich, ich bin zeitlich einfach nicht dazugekommen. Und ich habe schon wieder keine Ahnung mehr, was wir da eigentlich getan haben. Ich wollte irgendwas machen, ich wollte irgendwas laden, ich wollte irgendwas wieder rückgängig machen. Ich gehe jetzt aber erstmal arbeiten. Nee, wir gehen erstmal dahin. This bus go to the community garden project and they need folks to plant seeds for them. Klärchenbärchen. Let's go! So, ja, geh doch. Wunderbar. Hey, also willkommen zum Community Garden Projekt. We're really glad you decided to come to help us help each other out today. Wir sind wirklich froh, dass du vorbeigekommen bist, uns zu helfen, uns gegenseitig zu helfen. As a not for non-profit. As a not-for-non-profit organization, we take great pride in offering valuable work opportunities for down-and-out folks like yourself that help the entire community as a whole. Als eine nicht ganz so Nicht-Profit-Organisation sind wir sehr stolz darauf, wertvolle Arbeitsmöglichkeiten für unterprivilegierte und außenstehende Bevölkerungsschichten wie dich anzubieten, die der gesamten Gemeinschaft helfen. Hä? So, what is it you want me to do here? Also, was soll ich denn machen? Oh, I'm so sorry, I didn't explain at all, did I? I see... Oh, es tut mir so leid, ich hab's wahrscheinlich nicht wirklich erklärt, oder? I see so many faces in and out of this project. I can never remember who's new and who's not. Ich sehe so viele Gesichter in und außerhalb dieses Projekts und ich kann mich nie daran erinnern, wer neu ist und wer nicht.
As a part of our generous donation from the Macro Shaft Corporation, we've been giving a large supply of high-quality seeds that will produce crops. Als Teil einer großzügigen Spende von der Macro Shaft Corporation wurde uns eine riesige Anzahl von hochqualitativen Samen gegeben, die Setzlinge produzieren. Crops, keine Ahnung. Crops, Setzlinge. Setzlinge würde ich sagen, oder? Crops, Feldfrüchte. Nutzpflanzen. Kulturpflanzen. Früchte. Okay. Was auch immer. Da wollte ich hinklicken und dann Enter drücken. Once the crops are fully grown, we harvest them and sell them to local markets and distributors for a worthwhile profit. Sobald die Feldfrüchte völlig ausgewachsen sind, ernten wir sie und verkaufen sie an die lokalen Händler, an die örtlichen Händler und Distributoren für eine Menge Profit. As part of our trickle-down seedonomics plan, we are committed to fostering growth in our community, and so that's why every packet of seeds you plant pays. Als Teil unserer super-duper bodenständigen Samenwirtschaft, okay, das klingt jetzt irgendwie zweideutig, Plan, haben wir uns dazu verschrieben, Wachstum zu festigen in unserer Gemeinde und Gemeinschaft. Und das ist der Grund, warum jedes Paket von Samen, das du pflanzt, dich auszahlt. Lülülü. For every one of our seeds you plant here, we'll give you $5 at the end of the day. Für jeden unserer Samen, den du hier so pflanzt, werden wir dir am Ende des Tages $5 geben. Great, I'm ready to get started. Toodaloo. Oh, that's fantastic. How many seeds packs would you like to buy? Excuse me? Oh yes, I forgot. I'm sorry. I forgot to explain. Oh ja, stimmt. Ich hab's vergessen zu erklären. Although our program has done many fantastic things for the community, we had a period where certain individuals were abusing our generosity. Obwohl unser Programm viele großartige und fantastische Dinge erreicht hat für die Gemeinschaft, gab es eine Zeit, in der gewisse Individuen unsere Großzügigkeit ausnutzten. We had a period where junkies would sign up just to make a quick buck before getting high again. Wir hatten eine Phase, in denen Junkies einfach nur angetreten sind, um ein paar schnelle Dollar machen, um wieder high zu werden. When we stopped giving the seeds away for free, we saw the very same junkies start saving their money to ensure they'd have work next week. Als wir aufgehört haben, die Samen für kostenlos herzugeben, konnten wir beobachten, dass genau die gleichen Junkies angefangen haben, Geld zu sparen, damit sie nächste Woche noch Arbeit haben. As a not-for-non-profit organization, als eine nicht ganz so Nicht-Profit-Organisation, that's the sort of thing that we're all about. Das ist dann die ganze Sache, die uns ausmacht. Also, we have to cover the royalty fees for the seed. Außerdem müssen wir natürlich die Lizenzgebühren für die Monsanto-Samen auch bezahlen. Habe ich gerade Monsanto gesagt? Ich meine natürlich Bayer. Monsanto. But never mind that. You can have your first pack of seeds completely free. I'll give to you. Come see me when you're finished planting them. Okay. Renn ich mal runter und dann... Oh. Ja. Pack of seeds. 3 seeds. Okay. 1. 2.
2 und 3.